und ultra teuer. Ach, Rührei. Ist irgendwie eher grün, oder? Ich dachte so blau. Ich dachte nämlich schon, dass die irgendwie eins geworden sind. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute alleine, denn Hella ist im Urlaub, war gerade bei Julia und ist jetzt weiter mit ihren Freundinnen in Urlaub. Falls ihr euch fragt, wieso ich so nass bin. Ich war gerade bei den Pferden, wollte helfen, das Wasser aufzufüllen und schwuppsiwupps ist mir der Schlauch um die Ohren geflogen und ja, ich bin komplett nass geworden. Aber gut, dass heute richtig, richtig nices Wetter ist. Es sind einfach 24, 25 Grad. Nachdem mir das eben passiert ist, dachte ich, jetzt muss ich die Kamera anmachen und einfach euch den Rest des Tages mitnehmen. Es ist Samstag. Ihr seid ja auch schon ganz gespannt auf eine Roomtour hier. Aber davon muss halt noch die ein oder andere Sache erledigt werden. Und wie ihr wisst, aus den letzten Malen, wo Hella weg war, mache ich das immer gerne, wenn Hella unterwegs ist, um sie danach so ein bisschen zu überraschen. Und auch jetzt ist wieder ein Paket angekommen und der Kamin, den Hella, glaube ich, auch schon mal in einem der Videos, wo ich weg war, angefangen hat zu streichen, der ist noch nicht fertig. Ihr seht drei verschiedene Farbtöne, einmal rot, grau und schwarz. Und der soll auf jeden Fall schwarz werden, aber das Problem war, dass die Kommode, die hier hin soll, nicht angekommen ist. Und ich dachte mal, bevor wir jetzt irgendwie einen falschen Farbton da dran streichen und den nachher wieder eh überstreichen müssen, warten wir, bis die Kommode ankommt. Einfacher gesagt als getan. Das gute Stück hat 3 Monate oder 4 Monate, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe es im Dezember bestellt, gebraucht, bis es ankommt. Jetzt ist es aber da und ich bin mit einem dieser, ja, Türen von dem Teil zum Maler gefahren und habe den Farbton abgestimmt. Und jetzt kann endlich dieser Kamin zu Ende gestrichen werden oder nochmal neu gestrichen werden. Und dann baue ich auch noch die Kommode auf und mache noch ein paar andere Sachen und später fahre ich auch noch weiter zu. Vielleicht erratet ihr es schon. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig cooler Tag, weil einfach das Wetter ist nice. Die Bude ist aufgeräumt und wir kommen dem Ziel ein Stückchen näher. Also seid gespannt auf das Video. Viel Spaß. Hier steht auch schon die Farbe. Es ist ein Schwarzton und ultra teuer. 52 Euro für 1 Liter, aber das ist wohl so eine richtig gute Farbe, nicht einfach nur Baumarktfarbe. Und für einen Kamin braucht man auch eine gute Farbe, weil der kann ja auch mal heiß werden oder wenn da mal ein Funke rausspringt, dann sollte die Farbe das aushalten. Ja, und das ist ja die Tür. Da ist noch ein Bezug drüber, deswegen glänzt sie hier ein bisschen mehr und hier ist sie ein bisschen matter. Ich will auf jeden Fall so einen matten Ton haben. Ich hoffe, dass die Farbe richtig ist. But first things first, muss ich jetzt erstmal was essen. Das vergesse ich immer. Und heute, ich weiß nicht, wie spät haben wir es, 13.36 Uhr. Und ich habe noch nicht mal gefrühstückt, weil ich, wie gesagt, den Pferden irgendwie schon Wasser da aufgefüllt habe, Farbe gekauft habe. Weil es haben auch hier irgendwie alle Läden nur bis 13 Uhr aufgefüllt. Dann dachte ich, mache ich erstmal die Sachen. Habe mir noch schön ein Brötchen mitgebracht. Der Bäcker hat auch nur bis 13 Uhr offen. Ich hoffe, wir haben Nutella, aber ich bezweifle es leider etwas. Ich liebe Croissants mit Nutella. Es sieht schlecht aus. Kein Nutella. Die Alternative dazu ist Marmelade. Und ich mache mir noch ein paar Eier. Gut, dass ich gerade jetzt bei IKEA so ein neues, wie nennt man das? Maßbecher gekauft habe. Da werde ich mir nämlich jetzt mein Rührei drin zubereiten. Findest du weird, dass Rührei heißt, obwohl jeder Rührei sagt? Wisst ihr, was ich meine? Es wird ja Rührei geschrieben. Rührei. Rührei. Ach, Rührei. Ich bin so verwirrt. Rührei. Rührei. Hä, hey, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Hä? Nein, es ist Schale mit reingefallen. Oh, wer kennt's nicht, wenn einfach die Schale ins Rührei fällt. Noch mehr Schale. So, weiter geht's. Vorsichtig. Normalerweise tue ich da noch einen Schuss Milch rein, da ich aber jetzt keine Milch hier habe. Kommt einfach nur ein bisschen Eye-Topping drauf. Jetzt nochmal umrühren. Damit es ja auch Rührei wird. Und ab in die Pfanne. So, Frühstück ist fertig. Sieht doch köstlich aus. Leute, daran merkt man, ich habe mal in einem Restaurant gearbeitet. Deshalb hier ein kleiner Lifehack, wenn ihr auch mal mehr als einen Teller tragen wollt und nur eine Hand frei habt, zum Beispiel am Buffet im Hotel, wenn ihr nicht zweimal laufen wollt, dann nehmt ihr den ersten Teller mit 3 Fingern, Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen, so. Und diese beiden Finger hier sind noch frei und sollten dann ungefähr auf einer Höhe mit dem Handgelenk sein. Und da stellt man dann den anderen Teller drauf, so ungefähr. Und dann kann man schön mit 2 Tellern rumlaufen und hat sogar noch eine Hand frei für ein Glas.
Gestärkt vom Frühstück geht es jetzt weiter zu einem Baumarkt. Ich weiß noch nicht welchem, aber ich brauche noch eine Kleinigkeit. Was genau, werdet ihr gleich sehen. Stopp. Radio aus. Jetzt reicht's hier aber. Ich muss auf jeden Fall das Auto noch tauschen, weil in dieses Auto passt einfach das nicht rein, was ich kaufen möchte. Und das andere Auto ist gerade in der Reparatur. Mein Vater wird gleich auch noch zur Unterstützung kommen und helfen, die Sachen aufzubauen. Ich habe gerade noch bei Obi diese tollen Akustikpaneele gekauft. Ich hoffe mal, die sehen nice aus im Wohnzimmer. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich die in dieses Mini-Auto hier reinkriegen soll. Ich habe schon extra nicht den Fiat genommen, aber viel größer ist diese A-Klasse hier auch nicht. Erstmal Sitze umklappen und dann hoffen, dass es irgendwie geht. Vielleicht ist es nicht ganz legal, aber... Egal! Ich hab's geschafft, sie sind einfach drin. Jetzt ist nur die Frage, passt das mit der Klappe? Wir probieren es aus. Ja, es passt. Auf den Millimeter genau. Hier vorne sind sie einfach hier dran. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, wenn das Airbag auslöst. Wir hoffen aber mal, da noch nie das Airbag ausgelöst hat, dass es heute auch nicht auslöst. Jetzt stehen sie hier bombenfest. Hätte ich nie im Leben geglaubt. Wow. Dann mal ab nach Hause und ausladen die Ware. Ich bin wieder zu Hause und die Holzpaneele haben die Fahrt überlebt. Ich werde mir jetzt noch einmal eben eine andere Hose anziehen. Eine lange, weil beim Aufbauen sitzt man dann irgendwie immer auf seinen Knien und wenn man direkt so, weißt du, so auf dem Boden ist immer nicht so angenehm. Deshalb hier Jogginghose. Dann kann es weitergehen. Erster Holzpanel. Holzpanel? Akustikpanel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt das Teil hier hin. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Holztöne hier ein bisschen besser zusammenpassen. Aber der hier ist so ein bisschen dunkler, oranger. Ich weiß nicht. Das ist so Natur. Und das hier ist so leicht bearbeitet oder so. Keine Ahnung. Kann mich nicht entscheiden. Ich versuche hier gerade dieses riesen Akustikpanel... Wow. Gut, dass ich in die Kamera geguckt habe, hier in den Flur zu bekommen, weil hier wollen wir gleich anfangen. Ich hoffe, dass mein Vater gleich kommt, um mir zu helfen. Hier sollen die Holzpaneele in den Eingang kommen, so ein bisschen garderobemäßig. Da soll noch ein Spiegel vor, der ist hier. Die müssen jetzt irgendwie angebracht werden. Mal schauen, wie das am Ende aussieht. Die Ecke ist fertig. Wie nice, Leute, wie nice. Sieht das bitte aus. Warte, ich muss das Licht noch anmachen. Lichtschalter, zack. So sieht's noch besser aus. Yay. Ich glaube, Hella wird's richtig feiern. Ich schreib's dir gleich mal bei WhatsApp oder schick dir ein Foto. Auch dieser Spiegel ist einfach richtig cool. So nicht so 0815, sondern mal eine etwas besonderere Form. Hat gerade geklingelt und es ist ein Paket angekommen. Ich glaube, dass da ein Teppich drin ist, der oben ins Arbeitszimmer gehört. Ich will ja eigentlich noch gar nicht zu viel zeigen von dem ganzen Haus, weil das solltet ihr dann in der Roomtour sehen. Aber ich mache jetzt mit euch das Paket auf. Schauen wir mal, ob der hier reinpasst. Mir ist gerade eingefallen, dass ich tatsächlich zwei Teppiche bestellt habe. Deswegen weiß ich gar nicht, welcher das jetzt genau ist. Ich hoffe, der für diesen Raum. Oh. Ist irgendwie eher grün, oder? Ich dachte so blau, so ein, das passt zur Wand, aber ja gut. Hä? Hätte schwören können, dass da blau stand. Aber das ist doch grün. Ich muss nochmal in der Bestellung, glaube ich, nachschauen. So sieht der hier auf dem Boden aus. Ich finde es gar nicht so schlecht. Von hier sieht er auch so leicht bläulich tatsächlich aus. Aber wenn man die blaue Wand im Hintergrund sieht, dann ist es grün. Aber generell finde ich den eigentlich ganz schick. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ihn mögt oder... Also es ist ja auch ein besonderer Teppich. Soll ja jetzt anscheinend wieder in sein, aber man weiß ja nicht. Okay, weiter geht's mit dem Aufbau der Kommode. Eigentlich wollte ich erst den Kamin machen, aber jetzt wird erstmal hiermit angefangen. Und die soll an diese Wand. Schwarze Kommode, schwarzer Kamin. So sieht die Kommode aus, auf die ich 4 Monate gewartet habe. Es ist ein bisschen fail. Ich zeig's euch. Wenn man die Kommode aufmachen will, man sieht, hier sind ja keine Griffe zum Aufmachen. Man kann die natürlich so aufmachen, aber wenn man jetzt die mittlere Schublade aufmachen möchte, muss man eigentlich drücken. Und wie ihr seht, ja okay, es funktioniert, aber eben nur mit sehr viel Kraft. Wenn man hier die mal so aufmacht und dann zumacht, dann löst das Teil aus und macht die Tür auf. No! No! Man soll eigentlich so drücken, dann aufmachen, aber ich weiß nicht, ob ich das je
so machen werde, sondern ich glaube, ich mache einfach so und dann wieder so. Ja. Darauf habe ich jetzt 4 Monate gewartet, dass es nicht so gut funktioniert. Man muss sich dran gewöhnen, ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben zu der Kommode. Dafür, dass ich 4 Monate gewartet habe, bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Aber wenigstens kann ich jetzt endlich weitermachen mit diesem Kamin, dass der endlich mal einen Farbton hat, und zwar hoffentlich diesen hier. Ich glaube, wenn man hier noch so ein bisschen Deko draufstellt, da so ein paar Bilder an die Wand macht, dann passt die Kommode, glaube ich, auch viel besser nochmal hier hin. Jetzt sieht es gerade einfach nur so aus wie so ein Kloß, der da steht. Weiter geht's mit dem Kamin. Step 1 fertig, und zwar alles freiräumen. Step 2 ist, ich muss jetzt diese ganze Oberfläche wieder anrauen, damit die neue Farbe auch wirklich hält. Und das hier habe ich schon alles angeschmiegelt und es ist halt auch immer noch abgeklebt von vor 3 Monaten oder so. Ich hoffe, wenn ich diese Klebestreifen abziehe, dass die andere Wandfarbe... Nee, zum Glück. Ich dachte nämlich schon, dass die irgendwie eins geworden sind, der Klebestreifen mit der Wandfarbe. Step 2, und zwar diese Maschine hier zum Laufen bringen. Und dann wird damit schön geschmiegelt. Verlängerungskabel. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich muss hier, glaube ich, erstmal staubsaugen vor allen Dingen, weil das staubt mehr, als man denkt. Und eigentlich ist hier so ein kleiner Staubaufhänger dran, aber richtig funktionieren tut er auch nicht, weil ich auch nicht das Original Schmiegelpapier verwende, sondern so ein, ja, Duplikat, sag ich mal, was keine Löcher hat. Ich habe da gerade so Löcher mit einem Bleistift reingemacht, aber so richtig helfen tun die auch nicht. Deshalb staubsauge ich jetzt schnell und dann kommt die Stunde der Wahrheit, und zwar beim Streichen, ob der Farbton zu der Kommode passt. Und da kommt jetzt die Farbe rein und dann geht's los. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Der erste Anstrich, naja, eigentlich der dritte, rot, grau, schwarz. Aber ich würde mal sagen, der letzte hoffentlich. Also, let's go. Okay, bin gespannt. Der erste Anstrich ist ready. Also schwarz ist es auf jeden Fall geworden, das ist schon mal gut. Aber wie es endgültig aussehen wird, weiß man erst, wenn die Farbe richtig getrocknet ist. Und eventuell mache ich auch noch einen zweiten Anstrich. Mal schauen, aber ich finde, es sieht schon, ja, schwarz aus. Das finale Ergebnis werdet ihr dann in der Roomtour sehen. Der Tag ist aber noch nicht zu Ende und mein Magen grummelt schon ordentlich, weil... Ja, ich habe ja heute Mittag gefrühstückt um 13 Uhr, aber seitdem irgendwie auch nichts mehr gegessen. Deshalb geht's jetzt zu Mattes. Wir werden das gute Wetter ausnutzen und lecker grillen. Ich freue mich schon richtig. Also let's go. Moin, meine lieben Freunde. Hier gibt's lecker Grill. Grill? Ich esse lieber das Fleisch. Und Momba.